So, 3, 2, 1, willkommen bei Ultimate Fishing Simulator. Folge weiß ich leider nicht. Wir sind aktuell im letzten Angelreservoir. Irgendwo in Panama in so einer kleinen Bucht. Und ich möchte Marlins fangen. Das sind, glaube ich, keine. Marlins haben, glaube ich, alle so lange spitze Nase, so ein Speer. Oder ein Schwert, keine Ahnung. Aber ich dachte, das Schwert wäre immer Hinterflosse. So. Die interessieren sich jetzt nicht so sehr für mein Brot, was ich da dran gemacht habe. Okay, die wollen alle vorbei. Gott. Jetzt sehen wir irgendwo so einen Marlin rumschwimmen. Jetzt gerade nichts. Das mal dahinter. War das weit. So, schauen wir mal. Okay, ich erblicke noch keine Fische. Ziehe mal die Angel ein bisschen ran. So. Schauen wir mal hier. Oh, da kommt doch was angeschwommen. Hast du eine spitze Nase? Nein. Hast du trotzdem Interesse? Jawohl. So. Auf. Okay. Die Pose ist abgegangen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Szene hält, die wir haben. Verdammt. Oh Gott, oh Gott. Oi, oh Gott, ist ja schon weit. Nicht hinter der Boje verschwinden. Bleibt da. Oh, verdammt. Jetzt, jawohl, komm. Komm zurück. Kleiner, komm zurück. Das Wasser sieht aber echt wunderschön hier aus. Die ganze Landschaft. Okay, ich muss wahrscheinlich hier wieder mit dem Kescher den Fisch rausholen. Oh, nein. Gemeine Goldmakrele. $100. Ja, geil. 7 Kilo. Verkaufen. Okay, wir haben ein wenig Geld. Wir haben ein wenig Geld. Okay, Goldmakrele springt schon mal an auf unseren Köder. So. Werfen wir mal dahinter. Das sah doch so aus, als wenn da hinten so einer gewesen wäre. So, mal abwarten. War also unser Ausflug nach Panama bis jetzt ein Reinfall gewesen. Haben wir jetzt. Oh, da kommt noch einer. Jawohl, komm, beiß an. So, auf den. Jawohl, Schwimmer. Und jetzt kämpfen wir. Oh Gott. Okay. Oh, 50 Meter.
Echt? Nee. Oh, komm. Komm, Junge. 70. Verdammt. Oh, ja. 95, Gott. Wie viel Zähne habe ich? Scheiße, das muss ja ein Riesenbrocken sein. 120 Meter. Fisch ist entwischt. Du heilig. Scheiße. Oh. Nochmal zurück. Ich brauche, Schnittköder. So, bla bla bla. Kaufen, kaufen, kaufen. Wie viele von dem Großen haben wir? 16. Benutzen. So, jetzt nochmal. Wurf. Schauen wir mal. Da hinten ist zwar aktuell nicht mehr viel. So. Schwimmer sehe ich noch. Okay, also der hat jetzt mal richtig Rabatz gemacht. Bis auf 120 Meter abgehauen. Kann ja froh sein, dass ich die Szene zurückbekommen habe. Ganz kurz unser Wasser. Oh, da kommt gerade einer. So, Schwimmer. Zup, zup. Jetzt. Jetzt. Los, den nicht wieder. So weit entkommen lassen. Oh Gott. Oh, verdammt. 70 Meter, komm. Oh, ein Stückchen näher ran hier. 80, verdammt. Oh, 87, 90. Gott. Der ist auch auf 100 Meter. Verdammt, komm jetzt. Junge, komm doch mal ran hier. Diese gemeine Goldmakrele. 110 Meter. Jetzt komm. 107. Komm doch. Dir muss doch die Pfoste ausgehen. 104, los. Unter 100 Meter jetzt. Oh. Der gibt aber immer noch nicht auf. Oho. So. Oh Gott. 70. 60. Ich könnte vielleicht auch die Rollengeschwindigkeit mal umstellen. Wobei, wir haben Zeit. Ich will jetzt bloß keinen Fehler machen. Ja, 15 Meter. Hast du mehr wie 7 Kilo auf den Rippen? E? So. Acht Komma vier Kilo, jawohl, die gemeine Goldmakrele für 128 verkaufen. Puh. So, jetzt mal in diese Richtung. Oder? Ja. Ach komm. Wir probieren es einfach mal. Nach vorn. Jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht.
Von der Silhouette sah das zwar jetzt nicht nach so einer komischen Goldmakrele aus. Ah, vielleicht bleibt was anderes. Da, was bist du denn? Ein Stichling. Glaube. Lieber in diese Richtung mal ziehen. Schauen wir mal hier, wie es hier aussieht. Kommt. Dumm, dass ich noch eine Stufe aufsteigen muss, um den Gummiköder zu benutzen oder den Kunstköder für die. Jawohl, komm. Auf den Schwimmer achten. Jetzt. Jetzt kommt los. Umschalten. Hat 40 Meter. Das ist ein schneller. Das sah zwar jetzt nicht so super gewichtig aus. Meter kommen jetzt macht Rückwärtsgang. Sehr gut. Mal kurz mal nachlassen. Also 50 Meter, wunderbar. Ich kenne mich zu wenig mit Fischen aus. Was war das für ein Fisch? Ein langer, schmaler, dunkler. So. Brauche ich hier einen Kescher? Ja, holen wir so raus, oder? Okay. Vor. Hoch. Mist. Runter. Nein! 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 Scheißdreck! Komm bitte, geh noch mal ran. Ich habe irgendwas Falsches gedrückt. Wurf zurücksetzen habe ich gedrückt. Scheiße. Na toll. Kommt. Kommt, meine kleinen Fische. So ein Trick. Jetzt weiß ich noch nicht mal, was das für ein Fisch war. So ein Mist aber auch. So, Kollege, du willst wohl nicht rangehen? Na gut. Ich probiere es noch mal da hinten. Ansonsten werfe ich noch mal ganz da in die Richtung. Nur
wesentlich weiter. Da kommt einer und der schwimmt natürlich vorbei. Ach, komm jetzt. Da kommt der nächste und schwimmt vorbei. Ja. Und das bedeutet dann wohl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Warte, da kommt doch einer ran. Ja. Und ja, weiß sogar. Komm. Komm. So, jetzt. Und ich glaube, das ist wieder so einer, den ich vor uns entkommen lassen habe. So ein länglicher Dunkler. Komm. Komm, 66 Meter. Oh, verdammt, der kämpft. 55 Meter jetzt. 50. Vierzig. 30. So, jetzt hat er aber wirklich verspielt, oder? Wenn ich jetzt nicht wieder Scheiße mit dem Kescher mache. Na komm. Komm raus mit dir. Bitte kein Kescher, shit. Also, Stück vor. Jagdtrieb. Kescher hoch, runter, F. Runter, zurück, zurück. Och, gibt's ja nicht. Komm, zurück, zurück. Zu lange ge. Boah, verdammt! Ich und mir ein Kescher. Bitte. Wie dämlich kann ich mich denn anstellen? Zweimal so einen schon gehabt und boah. Okay, R und F muss ich mir merken. Runter und hoch. Ja, kommt doch einer. Sehr schön. Auf den Schwimmer achten. Runter. Angehauen. Und jetzt. Bloß nicht entkommen lassen. So, 30 Meter kommen. Okay. Er baut aber seinen Vorsprung noch aus. 40 Meter schon. Er hat müde. Fünfzig Meter. So, jetzt geht's rückwärts. Ja, noch nicht ganz. 52. Jetzt aber. 150. 44. 40 Meter. Uiuiui. Jetzt kämpft er nochmal.
30 Meter haben wir. 25. Oh. 20. Sehen. So, bitte jetzt kein Kescher. Jawohl. Gemeine Goldmakrele. Sehen die echt so schmal aus? Naja, gut. 7,06 Kilo, 96 Zentimeter lang verkaufen. So ein wenig Geld haben wir jetzt wieder. Noch ganz davor. Und dann würde ich sagen, mal ein Stückchen mit dem Boot fahren. Wobei ich sehe gerade, ich könnte mal die Folge beenden. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Ultimate Fishing Simulator. Tschüss, ciao, bye bye.